Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Secret Vibes. Diese Woche geht es um meine persönliche Einstellung zu Heilen, Heiler sein, Healing, Sound Healing, Gong Healing. Und ich verrate jetzt schon, warum ich das nicht bin. Ja, auf die Idee kam ich zu dieser Folge, weil in letzter Zeit total viel mich eingeprasselt ist im Sinne von Werbung für Produkte, für Ausbildung, für Trainings, für Veranstaltungen, wo immer mehr um Heilen geht. Also habe ich das Gefühl, dass da draußen in der Welt total viel krank ist, kaputt ist, Heilung bedarf. Das ist etwas, das ganz, ganz viel Heilung bedarf. Und dafür gibt es natürlich ganz viel Angebot. Es kann so in meinem Umfeld kommt natürlich sehr, sehr viel zum Thema Gong-Healing, dann nennt man es Healing, Heilung, Soundheilung, Klangheilung, heilende Klänge. Und überall wird das Wort Heilen eingebaut. Und da kam ich jetzt drauf, weil ich vor kurzem dieses Interview hatte mit der Sandra. Und die hat sich das auch nochmal angehört. Und dann hat sie gemerkt, dass sie irgendwo eine Formulierung hatte, wo sie dachte, da geht es schon in Richtung Heilversprechen abgeben. Und das habe ich in dem finalen Video dann rausgeschnitten. Es waren irgendwie 2-3 Minuten. Dabei kam mir das, wie sehr sie darauf achtet, kein Heilversprechen abzugeben, nicht in diese Healing-Schiene reinzukommen, in diese Ich-bin-ein-Heiler-Schiene reinzukommen, wie sehr das andere meiner Meinung nach missachten, wie viel da gerade an Healing und Heilung reinkommen. Und da will ich doch jetzt hier einen anderen Stand einnehmen und sagen, ich bin kein Heiler. Ich mache kein Gong-Healing, ich mache kein Sound-Healing in meinen Trainings. Ich habe eins davon, das heißt Resilienz und Therapie. Geht es auch nicht um Healing. Es geht nicht darum, Menschen zu heilen. Überhaupt nie. Und genau darüber möchte ich heute ein bisschen mehr sprechen, warum ich gegen diese gesamte Heilernummer bin. Zum einen bedient es tatsächlich doch ein Mangelgefühl bei vielen Menschen, nämlich etwas stimmt in mir nicht. Die Menschen möchten am liebsten ja ihr Leben so weiterführen, wie es jetzt ist. Keine Dinge verändern, keine neuen Essensgewohnheiten, keine neuen Zeiten, kein neues Verhalten. Aber trotzdem, wenn etwas nicht passt, dann sollte es wieder heil gemacht werden. Also eine Heilung sollte stattfinden. Und was ist es da einfacher, als sich das von außen zu geben? Das kann dann ein Soundhealing sein, das kann ein Gong-Healing sein, das kann ein Medikament sein, das kann ein Nahrungsergänzungsmittel sein. Das kann aber auch, und jetzt kommt's, pass mal auf, kleine Produkte sein. Das Beste, was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, das ist so eine kleine Pfeife. Die pfeift auf 528 Hertz. Sowas interessiert mich ja immer. Und wenn du da hineinpfeifst, wie so eine Hunde- oder so eine Trillerpfeife, dann kommt ein Ton raus über 528 Hertz und das heilt dein Herz. Herz und Herz hat in dem Fall nichts miteinander zu tun. Die 528 Hertz ist einfach die Schwingungsfrequenz. Und 528 Hertz, das heilt dein Herz. Ist überhaupt nichts bewiesen, da ist einfach nur, da gibt es keine Studien drüber, wo man sagen kann, 528 Hertz ist für, ja, für was heilt es dein Herz? Ist es kaputt oder ist es eher eine Art von psychosomatischer Herzschmerz? Ist es eher im Sinne von, ich kann keine Liebe empfangen oder geht es in diese Richtung hinein? Nichts davon. Das ist einfach ein Produkt, wo mit dem Thema Heilen wieder gearbeitet wird. Ein Mangel wird angesprochen. Mir fehlt Heilung. Bei mir ist etwas stimmt bei mir nicht. Und dann brauche ich von außen etwas. Und da bin ich zurzeit total allergisch dagegen. Und deshalb mache ich diese Folge heute, um einfach mal nur meinen Standpunkt dazu klarzumachen. Ich persönlich bin kein Heiler. Ich benutze auch das englische Wort Healing nicht. Das ist ein bisschen upsoftet und ich damit vielleicht nicht so in diesem deutschen juristischen Heilversprechen in diese Richtung so reingehe, sondern so
durch das englische Wort Healing wird es ein bisschen weicher. Machen wir Sound Healing, machen wir ein Gong Healing. Nein, ich mache kein Sound Healing, ich mache kein Gong Healing. Ich spiele durchaus, wenn ich für Menschen in Einzelsituationen spiele. Gestern zum Beispiel hatte ich ein wunderbares Einzeltraining bei einer angehenden Therapeutin, die den Gong dafür einsetzen möchte. Und dort sind wir sehr, sehr tief darin hineingekommen. Die hat aber auch für sich, ohne dass wir das Thema überhaupt angesprochen, gesagt, ich bin keine Heilerin, ich will nicht heilen. Ich begleite Menschen dabei und ich führe sie durch Prozesse und manchmal schubse ich sie an und manchmal schütze ich sie. Das alles ist meine Arbeit, die ich machen werde, aber ich will nicht als Heilerin angesehen werden. Und die arbeitet sehr, sehr tief und hat vor, sehr, sehr viel mit dem Gong zu machen. Und was wir da gestern gemacht haben, das ging sehr, sehr tief genau da hinein. Aber trotzdem ist es kein Heiler. Das hat bei uns, das spricht aber bei vielen natürlich was an, weshalb das ja scheinbar eine sehr erfolgreiche Businessmasche ist. Daher zu gehen und zu sagen, wir funktionieren nach Ursache und Wirkung. Bei mir stimmt etwas nicht. Ich brauche von außen etwas, weil von innen möchte ich nichts verändern. Da bin ich ja Mensch, da bin ich bequem. Und also brauchen wir jetzt irgendeine Heilung und Healing, um zu meinem, ich sag mal, normalen Arzt. Möchte ich nicht gehen, den vertraue ich nicht. Ich gehe zu etwas Alternativem. Aber trotzdem, ich gehe wohin, damit dort das gemacht wird. Ursache und Wirkung wieder. Es geht mir wieder gut, weil ich dort war. Also liegt es an dem. Der hat mich geheilt. Sie hat mich geheilt. Der Gong hat mich geheilt. Die heiligen Klänge und Schwingungen des Gongs heilen. Das ist Storytelling. Das ist Geschichten erzählen. Weil wir Menschen lieben ja Geschichten so sehr. Und wenn diese Geschichte mit etwas resoniert, was schon in uns angelegt ist, zum Beispiel ein Hang zu alternativen Heilmethoden oder, das muss noch gar nicht mal sein, eine Abneigung zu klassischen medizinischen Methoden oder eine Abneigung zu Lebensverhaltensänderungen, Ernährungsänderungen, Alkohol trinken, kein Alkohol trinken, viel Stress haben, keine Ruhepausen gönnen, all diese Geschichten, was immer es auch ist, da ist eine Abneigung dafür und deshalb probiert man mal etwas Neues. Diese Businessmasche, die funktioniert total gut, weil wir auf Geschichten stehen. Also deshalb funktioniert ja auch so ein kleines Pfeifchen mit 528 Hertz. Was in letzter Zeit reinkommt, das sind die heilenden Klängen von allen möglichen Frequenzen. Da gibt es keine Verbindung, keine nachgewiesene Verbindung, aber natürlich, was schon passiert, wenn ich dafür offen bin, wenn ich zu jemandem hingehe und der spielt jetzt zum Beispiel den Gong, legt Klangschale auf, macht sein Sound Healing und ich bin total offen dafür, dass die Person dann, ich jetzt zum Beispiel als Patient, dann Heilprozesse anstoße. Und das ist das, was aber schon wirklich passiert. Das ist das tatsächlich. Es ist, man könnte jetzt sagen, der Placebo-Effekt. Und der Placebo-Effekt, der ist bei vielen negativ besetzt, im Sinne von, da ist ja gar kein Wirkstoff dahinter, da ist ja gar nichts. Es ist nichts von außen, das ist der Punkt dabei, sondern es ist etwas, was in uns der Glaube ist, die innere Fähigkeit alleine Heilprozesse anzustoßen. Prozesse anzustoßen, die etwas, was nicht in Balance ist, wieder in Balance zu bringen. Das können wir selbst. Und bei einem Placebo ist es so, dass wir glauben, dass da jetzt ein Wirkstoff zum Beispiel kommt, eine kleine Kapsel oder Pille. Und dieser Wirkstoff macht es und deshalb werden diese Heilprozesse jetzt angestoßen und dann geht es uns besser dabei. Und da gibt es wunderbare Studien über den Placebo-Effekt. Den sehe ich als positiv, weil das nämlich der Beweis ist für die eigene Heilkraft, was in uns alles steckt. Und das ist das, was heilt. Und das sind doch wieder wir selbst. Und damit sind wir aber dabei, was viele Menschen nicht machen wollen, dass sie in eigene Prozesse reingehen, sondern dass sie lieber als Konsument von außen wohin gehen und sagen, ich lege mich hin, gebe dir meinen Körper und jetzt spielst du mit deinem Gong-Ding lang, machst ein Gong-Healing mit mir.
nach dieser Ursache und Wirkung. Danach geht es mir besser, weil der Gong hat mich geheilt oder die Schamanin hat mich geheilt. Und dann sind wir wieder in diesem Healing-Ding drin. Und da grenze ich mich total davon ab und sage, nein, Gong heilt nicht, Frequenzen heilen nicht, Schamanen heilen nicht, ich heile nicht, sondern es sind die Menschen selbst, die diese Heilprozesse brauchen. Sie stoßen sie selbst an. Wir wissen, dass Frequenzen von außen, von Gongs zum Beispiel, von Klangschalen, von allen möglichen Instrumenten, aber auch einfach nur von dem Zusammensein von Menschen, durch Gespräche zum Beispiel, solche Prozesse anstoßen können. Und dann fängt der Körper an, die Dinge wieder in die Balance zu bringen. Und das nennen wir dann den Heilprozess oder das Wort Prozess weg. Das ist dann die Heilung. Aber verknüpft ist es mit diesem Menschen, mit dem Instrument, mit dem Ritual oder was auch immer gemacht wurde. Die Verknüpfung ist nicht damit, ich habe es gemacht. In Wirklichkeit war ich selbst. Ja, ich gebe es zu. Eigentlich hätte ich das nicht gebraucht. Ich hätte bei mir zu Hause sitzen können und das auch. Aber ich brauchte diesen Schubs von außen. Und da entsteht ein riesen, es entsteht nicht, es ist schon da. Dieses riesengroße Healing-Business. Und dagegen wehre ich mich. Und da bin ich nicht mit drin. Wahrscheinlich ist es nicht schlau. Es wäre wahrscheinlich schlauer, auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, ich mache jetzt ein Gong-Healing-Training. Das klingt jetzt noch nicht so sauber. Müssen wir noch ein bisschen dran rumforschen oder so. Ich versuche halt dann das deutsche Wort Heilung zu vermeiden und springe auf den Healing-Zug auf. Und dann machen wir ein Gong-Healing-Training und Gong-Healing-Ausbildung oder sowas. Aber das bin nicht ich. Das schwingt überhaupt nicht gut mit mir. Und deshalb mache ich das nicht. Deshalb bin ich auch kein Klangheiler. Ich bin überhaupt gar kein Heiler in gar nichts. Ich bin auch kein Healer oder noch in irgendwelchen anderen Sprachen einer. No. Was aber durchaus der Fall ist, dass ich in Zusammenarbeit mit meinem Instrument bei den Menschen in der Lage bin, Prozesse anzustoßen. Aber auch da, wenn die sehr, sehr dankbar dafür sind, dann sehen die ja auch Ursache und Wirkung. Ha, mir geht's schon viel besser. Das musst du gewesen sein oder das muss dein Instrument gewesen sein. Und damit sind sie wieder in dem Ding, dass sie sich selbst und ihre eigene Fähigkeit nach unten ziehen. Und in dieser tiefen Erziehung, die wir in dieser westlichen Welt haben, es muss ja von außen kommen, weil von mir selbst kam es nicht. Ich habe nichts gemacht. Das ist das Tun wieder. Und zweitens, als ich zu Hause war, ging es mir ja schlecht. Hätte ich ja da auch schon machen können. Hätte ich ja gar nicht zu dir kommen brauchen. Möglicherweise hat es diesen Schubs, diese Inspiration gebraucht. Und deshalb ist es total okay, diese Prozesse und diese Arbeit und diese Gong-Healing-Arbeit zu machen. Aber ich vermeide das Wort Healing dabei. Ganz klar. Kein Heilung, kein Healing. Aber trotzdem diese Arbeit mache. Weil ich schon weiß, dass die Menschen diesen Placebo-Effekt brauchen, diese Fähigkeit, die sie sich selbst nicht zutrauen, diese eigenen Prozesse anzustoßen. Und da ist es schon gut, dass da von außen jemand da ist. Und das tue ich schon. Und das unterrichte ich auch. Und das gebe ich auch in meinen Trainings weiter und in meinen ganzen Inspirations-Sessions. Da geht das schon. Vermeide aber das Wort Heilung. Kein Heiler. Kein Healer, kein Healing machen. Wir machen ein Healing. Das geht tatsächlich für mein persönliches Dafürhalten in die falsche Richtung. Denn ein Healing machen, ein Healing spielen, ein Healing geben, bedeutet ja dann doch wieder, was ist derjenige, der das spielt, der das gibt? Ein Healer. Boah, was für schreckliche Worte. Also ein Heiler. Und da bin ich wieder beim Nein. Ich bin kein Heiler und ich bilde auch keine Heiler aus. Da ist total eine Abgrenzung dabei. Die Selbstverantwortung, die Selbstfähigkeit der Menschen, die immer wieder auch in den Vordergrund stehen. Und wenn auch jemand dann sehr, sehr dankbar dafür ist, dann ist er, stelle ich das auch oftmals sogar richtig. Was war meine Aufgabe dabei und was war das, was ich wirklich getan habe? Und was haben die Menschen dann selbst gemacht. Natürlich sehen die, aber ohne dich hätte ich das nicht gekonnt. Das ist möglich, ja. Aber sehe mich bitte nicht als Heiler, als Heilsbringer, also als jemand, der das Heil bringt. Und diese erhöhte Position,
möchte immer auf Augenhöhe sein. Und deshalb bin ich mehr ein Begleiter, jemand, der inspiriert, jemand, der etwas anstößt. Aber möglicherweise ist es tatsächlich businessmäßig nicht so schlau, als doch den Healing-Podest auf das, mir jetzt da unten so ein Podest hinzustellen und dann da drauf zu stellen, dann würde ich jetzt aus der Kamera rauskommen und dann bin ich auch der Healer, der Heiler. Und das will ich nicht. Das schwingt nicht mit mir. Und schon gar keine Produkte irgendwie jetzt zu machen, dass irgendwelche von irgendwelchen Quellen her Frequenzen zieht, um damit dann zu heilen, damit es zum Beispiel eben das Herz heilt. Diese kleine Pfeife, die hat es mir echt angetan, weil die ist in meinen Augen so abstrus, dass wenn ich da selbst hineinpfeife und dann erzeuge ich den 528 Herzton, dann wird mein Herz damit geheilt. Da bin ich voll in dieser Schiene Ursache und Wirkung und mein Herz kann keine Heilung erfahren oder damit, ich brauche das. Ich brauche ein Produkt von außen, um bestimmte Fähigkeiten meines Herzens zu heilen. Nein, das ist Storytelling. Da habe ich als einer, der lange, lange Zeit im Marketing gearbeitet hat, schon mein Thema, dass ich natürlich das Storytelling sofort erkenne und dann an mir da manchmal denke, warum fällt mir sowas nicht ein? Warum mache ich das nicht? Und dann kommt sofort die Antwort, weil ich das nicht bin. Ich mache auch keine Gong-Sessions zu bestimmten astrologischen Konstellationen oder fahre an bestimmte Plätze, weil dort die Erdschwingung auf eine bestimmte Art und Weise ist. Ich glaube, dafür bin ich doch ein Ticken zu sehr geerdet da, dass ich sage, das kann ich bei dir zu Hause machen, das kannst du, könnte ich bei mir hier zu Hause machen, aber sieht es nicht so schön aus. Das können wir in einem x-beliebigen Raum machen, wo wir hingehen, wo wir uns eine schöne Atmosphäre schaffen. Aber dafür muss ich nicht in einen bestimmten Wald fahren, weil dort alte Druidensteine sind und muss dort etwas machen, weil da möglicherweise bestimmte Schwingungen sein und da machen wir eine Healing-Session. Da bin ich wieder voll im Storytelling drin. Erzähle Geschichten und die Menschen glauben daran und dann erfahren sie tatsächlich Veränderungen. Heilende Prozesse oder was auch immer und glauben daran, dass es an diesem Platz lag und dass es an diesem gesamten Zauber dieses Dings lag. Aber in Wirklichkeit lag es daran, dass sie an Stories glauben, dass sie Mensch sind und dass sie selbst angestoßen haben. Und an das sie selbst angestoßen haben, glauben sie nicht. An die eigenen Fähigkeiten, an die eigene Kraft glauben sie am allerwenigsten. Sie glauben und meinen immer, sie müssen es von außen reinholen. Und das ist nicht der Fall. Und das ist eher meine Mission, die Menschen dazu immer und immer wieder dazu zu rückzubringen auf diesen Punkt. Es kommt von dir. Aber okay, ich sehe das schon ein, wenn du bei dir zu Hause sitzt, es geht dir nicht gut, dass du von dieser Situation, aus dieser Stimmung, und Stimmung ist eine Schwingung, nicht rauskommst von selbst. Dass du jemanden anderes brauchst, der dir dabei einen Anstoß gibt, der dich dafür auch begleitet. Das ist total okay. Und das ist mein Ansatz dabei. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist deiner? Schreib es mal unten in die Kommentare rein. Schreib mir gerne eine E-Mail. Wie siehst du dieses Heilung-Healing-Thema und alles, was ich jetzt darum so erzählt habe? Würde mich echt interessieren.